Frau Dr. Eisenberg hat mich eingeladen, mit einer kurzen Präsentation aus der Schweiz zu ihrer Übertragung beizutragen. Und das möchte ich natürlich sehr gerne tun und möchte mich gleich hier bedanken dafür. V2Sky ist eine Firma, nicht irgendein Cluster in der Schweiz. Sie werden auf der dritten Folie das sehen, ganz, ganz kurz. Für die Einstiegsfolie habe ich innerlich etwas gekämpft, ob ich Ihnen aus der Schweiz ein schönes Bild zeigen soll oder ein politisches. Ich habe die Priorität zuerst auf das Schöne gesetzt, dann kommt das Politische. Bei beiden lassen sich Besonderheiten der Schweiz erkennen. Im schönen Bild, wir dürfen den ganzen Winter trotz Corona Skifahren, nicht nur zur Freude all unserer Nachbarn. Das politische Bild sieht etwas anders aus. In den Nachbarstaaten gelten ja die EU-Verordnungen. Und wir sind da eine kleine Insel. Herr Kanensky hat von einer kleinen Flasche gesprochen. Ich möchte mich da aber auf den Inhalt konzentrieren. In der Schweiz haben wir noch nicht die EU-Regulierungen übernommen. Die Schweizer Regulierung funktioniert unter dem Namen VLK, Verordnung für über besondere oder Luftfahrzeuge besonderer Kategorien. Und diese VLK regelt den Drohnenbetrieb sowohl im Sichtbereich und da recht liberal, wie auch außerhalb des Sichtbereiches mit sehr pragmatischen Ansätzen ab 2014. Das war eigentlich der Vorgänger des Jarus Sora. Das Jarus Sora wird in der Schweiz ab 2017 sehr konsequent angewendet, da auch unsere Luftfahrtaufsichtsbehörde, das Bundesamt für Zivilluftfahrt, maßgeblich an der Ausarbeitung beteiligt war. Und seit dieser Zeit, 2017, hat es einige bemerkenswerte Drohnenmissionen ermöglicht. Und da will ich Ihnen drei zeigen. Herr Dr. Fiesler hat gestern die Situation für Europa ganz kurz so zusammengefasst. Vor Einführung der EU-Verordnungen viele Verbote mit Ausnahmen für Bewilligungen, heute konkrete Kriterien mit risikobasierten Ansätzen. Aus der Schweizer Sicht sieht das ähnlich, aber doch etwas anders aus, vor allem für den Bereich Drohnenoperationen im Sichtflug. Da sind die EU-Verordnungen sehr viel einschneidender als die heutige Schweizer Regelung. Wir pflegen an sich einen Pragmatismus, eine vom Pragmatismus geprägte Kooperation mit der Behörde, ich sage mal so, ohne dass die Sicherheit leidet. Aber früher oder später kommen die EU-Verordnungen auch in die Schweiz. Es war vorgesehen, das ab 1. Januar dieses Jahres zu übernehmen. Es gibt da noch offene Punkte in der Modellflug-Thematik. Der Unterschied Drohne-Modellflug scheint offenbar eine schwer lösbare intellektuelle Herausforderung zu sein. In diesem liberalen Umfeld hat sich in der Schweiz eine sehr reichhaltige Szene in Forschung, Entwicklung und mittlerweile auch in der Industrie entwickelt. Oft hört man ja im Zusammenhang mit der Schweiz den Ausdruck Drone Valley Switzerland, natürlich auch ein bisschen als Werbespot. Und wir haben in diesen Startups-Firmen beispielsweise die Firma Auterion mit dem PX4 Flugführungssystem, das ja sehr weit verbreitet ist. Ganz unten links, wir haben in der Schweiz seit 2017 regelmäßige Bivilos-Flüge über bewohntem Gebiet in verschiedenen Städten. Da geht es um Labortransporte zwischen Spitälern. Nun also ganz kurz zur Vorstellung dieser Firma V2Sky. Wir sind ein ganz kleines Startup, zusammengesetzt von Ingenieuren, technischer Background und auch zwei Aviatik
Aviatik-Juristen drin und wir sind eigentlich beratend tätig, sind zum Teil auch mandatiert vom Bundesamt für Zivilluftfahrt. Eine der Fokusthemen sind Bewilligungen, Bewilligungsanträge ausarbeiten und damit auch für Firmen und Organisationen das Bindeglied darzustellen zu der Behörde. Wir haben erfolgreiche Bewilligungen erreichen können, sag's mal etwas plakativ, für den längsten legalen Flug in der Schweiz, den Flug, der auf die größte Höhe führte und oder führt und die komplexesten Einsätze in der Schweiz. Und da will ich kurz eine Folie dazu zeigen und auch auf einige Besonderheiten oder Kuriositäten hinweisen, die bei dieser Bewilligungsteilung aufgetreten ist. Der längste Flug, etwa 70 Kilometer, war ein Demonstrationsflug, um Technologien eben zeigen zu können, führte entlang des Neuenburger Sees mit einem Abzweiger in den Jura. Und genau auf diesem, in diesem Abzweiger lag ein bisschen die Krux. Da war ein nicht eigentlich ein Naturschutzgebiet, das heißt bei uns Jagdbanngebiet, wo a priori der Betrieb von zivilen, unbemannten Luftfahrzeugen verboten ist. Es ging da um einen Überflug eines kleinen 3 Meter einer Elektrodrohne und da hat man sich schwer getan. Also letztendlich erlaubt ist 150 Meter überfliegen mit einem beliebigen bemannten Flugzeug. Nicht erlaubt war das Überfliegen mit dieser kleinen, leisen, nicht hörbaren Drohne. Wir haben uns nach langen Diskussionen dann geeinigt auf eine Überflugshöhe von 250 Metern. Das zum längsten Flug. Zu den höchsten Flügen. Hier geht es um Flüge einer Meteo-Firma. Es geht darum, atmosphärische Daten in der Atmosphärenschicht zu erfassen, so also quasi Ersatz der Wetterballone. Wir haben da eine Zulassung erreichen können bis auf Flughöhen von 8000 Meter. Flüge in der Nacht, die werden regelmäßig durchgeführt. Seit 2 oder 3 Jahren in der Nacht im 30-Minuten-Takt in der Nähe von Zürich, also in anders besetztem Luftraum auf. Es hat mittlerweile etwas mehr als 25.000 Flüge gegeben. Die Bewilligung war für schwach besiedeltes Gebiet. Und mit der großen Flughöhe ergibt sich auch eine relativ große Sicherheitszone, die schwach besiedelt sein muss. Dafür gibt es keine Definition, die gut anwendbar ist mit dem schwach besiedelten. Wir mussten das so quasi erfinden und mit der Behörde aushandeln. Zum Glück hat man in der Schweiz eine offizielle Karte, die die Bevölkerungsdichte angibt. Und da haben wir dann besondere Kriterien entwickelt, eben um sagen zu können, was ist schwach besiedelt und dahinter liegend natürlich die Wahrscheinlichkeit, eben dass den Einzelpersonen nichts passieren kann. Die komplexeste Mission, die wir begleiten durften, ist eine vollautonome Mission. Es geht hier um eine Geländeüberwachung im südwestlichen Teil in einem Alpental zur Erforschung von Murgängen. Das ist eigentlich ein Forschungsprojekt der ETH in Zürich eben für die Murgangforschung und da wollte man auch Drohnen zu Hilfe ziehen. Die Drohnenflüge werden gesteuert aus St. Gallen in einem Abstand von etwa 200 Kilometern. Die Drohne startet aus einer
Drohnenbox führt den Flug mit einer Länge von gegen 3 Kilometern aus, kehrt zurück in diese Drohnenbox. Die Box wird geschlossen, die Drohne wird geladen und ist dann bereit für den nächsten Flug, der aus der Kontrollstation von St. Gallen ausgelöst wird. So sind gut 400 Flüge zustande gekommen. Wohlgemerkt, an der Stelle der Drohnenbox und des Einsatzortes der Drohne ist kein Personal vorhanden. Also das funktioniert voll autonom. Auch die Überwachung des Luftraumes. Zusammenfassend. Die liberale Gesetzgebung in der Schweiz hat Forschung, Entwicklung und auch Herstellung und vor allem den Betrieb von Drohnensystemen sehr gefördert. Das ist eigentlich die Basis für dieses Drone Valley Switzerland. Die bevorstehende, wahrscheinlich bevorstehende Übernahme der EU-Verordnung, die wird aus unserer Sicht Vor- und Nachteile haben. Vorteile vor allem für all die Hersteller mit einem internationalen Kundenkreis. In der Schweiz für komplexe Missionen, wie Loss-Mission, wird sich nicht sehr viel ändern, weil wir genau die Vorgaben und die Prozedere in der Vorschrift 947 bereits schon anwenden und da sehr vertraut sind. Für Drohneneinsätze im Sichtbereich, werden sich Erschwernisse geben, weil viele der heutigen solchen Einsätze eben bewilligungspflichtig werden. Und da vielleicht als letztes etwas provokatives, zusammenfassendes Statement, dass eine drohende restriktive Auslegung der EU-Verordnungen, ohne dass man vorhandene Spielräume ausnützt und eine zeitkonsumierende Bewilligungserteilung auf eine solche angewiesen ist, dürfte die Gefahr bieten, die Drohnenentwicklung zu behindern. Und damit möchte ich diesen kurzen Blick in die Schweiz abschließen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja,